So, YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu 10 Days to Die, beziehungsweise 7 Days to Die. Ja, da unten kam gerade eine Horde, nachdem ich ausgemacht habe. Ich war noch nie mal fertig, aber da müssen wir uns jetzt, glaube ich, mal kurz drum kümmern. Die Yucca-Pflanzen sind auch noch fertig, dass wir die Sache einsammeln. Es ist aber mitten in der Nacht. Ich wollte eigentlich gar nicht mitten in der Nacht starten, nicht? Aber meistens kommt das anders und oft als man denkt. Und in dem Fall war das genau so. Ja, deswegen sind wir wieder da. Und da müssen wir uns drum kümmern, würde ich sagen. Den haben wir. Der ist noch leer. Oh, so viel Wasser. Da können wir auf jeden Fall ordentlich kochen. Haben wir noch Essen, Trinken dabei? Hätten wir nicht. Wir wollen ja abbauen, dann nehmen wir das mit. Vielleicht nehmen wir auch so einen Eintopf mit. Und hier nochmal Essen. Und Holz. Ja, wir brauchen eh das gesamte Holz, nicht? Wir können mal kurz gucken. Fallen. Eisenstachelfalle braucht was? Geschmiedetes Eisen. 4 Stück. Oh. Oh. Okay. Ja, das kriegen wir lange nicht hin. Und Draht. Da brauchen wir das Ding. Das kann man noch nicht. Stolperdrahtpfosten wäre auch irgendwie gut. Brauchen wir aber auch mehr. Ja, das heißt, der Stacheldrahtzaun braucht nur. Haben wir nur Möglichkeiten. Da habe ich mir ein bisschen Eisen für aufgehoben, glaube ich. Ja. Dann können wir wenigstens die machen. Oh, Stacheldraht. Guck mal, die können wir aber hier drin machen, nicht? Dann kann ich nämlich. Zack. 58 davon schon mal reinwerfen. Und wo habe ich denn die anderen hingepackt? Wir hatten doch noch ein paar Sachen. Ich habe mir die doch irgendwo zurechtgelegt. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Okay, ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Benutzt habe ich sie aber nicht. Im Inventar habe ich sie auch nicht. Okay, aber die Eisenstangen können wir auf jeden Fall mitnehmen. Konnte das Ding inzwischen ein bisschen mehr? Eisenstangen. Nee, ist gar nichts mehr da, nicht? Kein Eisen drin. Ein bisschen Eisen drin. Reicht aber nicht für Eisenstangen. Das heißt, wir haben nur noch mal 5 Eisenstangen. Das ist ja auch. Das ist schwach. Das ist nicht gut. Munition nehmen wir mit, aber die Yucca-Dinger, die können noch mal hier rein. Aber habe ich echt. Oh, ich weiß, wo ich sie hingepackt haben könnte. Nee. Jo. Gut, dass wir drüber geredet haben. Habe ich die hier reingepackt? Nee. Also an viele Stellen kann ich die hier nicht gelegt haben. Viel mehr haben wir nicht. Tja, scheiße. Ich hatte doch definitiv Stachelfallen. Wir sind nicht gestorben. Also verloren haben kann ich sie auch nicht. Oder ich bin total blind. Na gut, hilft alles nichts. Wir müssen neue machen. Wir können noch ein paar Dings herstellen. Wie viel geschmiedetes Eisen hätten wir? 10. Das wären 2 Eisenfallen. Nee, das hilft nicht. So, 3.03 Uhr. Ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass schon Tag 28 ist. Sag mal, ich habe nicht mal Baublöcke. Stimmt, die waren alle. Da brauche ich ja auch nochmal welche. Ja. Ups. Genau, falsch rum. Na, komm schon, danke.
So. Ja, wir müssen auch... Habe ich die Bau... Ja. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Mir fehlt noch die Bauaxt. Weil ich muss ja draußen ein bisschen reparieren und Co. Wo habe ich denn die? Hä? Aber wo ist die? Ist die hier? Ja. Okay, ich dachte, die ist auch schon weg. Bisschen davon, bisschen Steine. Oh. Hey. Aber wahrscheinlich ist es mir so wieder runtergefallen. Oder ich habe es irgendwo hingepackt und es könnte... Ne, im Rad kann es nicht sein, weil ich das im Inventar habe. Wow. Nicht jetzt noch die Knochen brechen am vorletzten Tag. Das wär's ja. Ab zum Kampfkäfig. Hier draußen müssen wir auch noch ein bisschen was verbessern, nicht? Aber das können wir immer noch am späteren Tag machen. Ah, verdammt, das war perfekt gedreht, ne? Kann ich das resetten? Stellung kopieren. Ja, genau. So, aber wichtiger wäre hier, nicht? Dass ich... Nein! Es ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Scheiße. Oh Mann. Gut. Da ist das Beziehungssystem von dem Spiel so schlecht. Also das, so gut wie viele andere Sachen sind und das Overall-Ding ist, aber das Platzierungssystem ist schlechter als Imperium. Und das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Dieses Rumflackern, zack, 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 dass man es nicht richtig platzieren kann, ist super nervig. Dann... Ja, was machen wir denn jetzt? Erstmal hier zu, würde ich sagen. Wo wir zumachen können. Hier hatte ich gestern noch den Internetausfall mitten beim Setzen. Und da habe ich mich gewundert, warum keine Verbindung mehr? Was? Aber ein richtig krasser Abbruch. Ich dachte erst, die Fritzbox ist komplett im Arsch. In der Folge habe ich das zum Glück nicht mitbekommen. Da lief alles weiter. Habe ich gerade nicht einen Kreischer gehört? Oh. Egal. Wir müssen uns ein bisschen hochbauen irgendwie. Und genau. Damit die Vögel uns nicht erwischen können. Wir müssen das Ganze auch noch nachts dann festkloppen. Mindest zweireich muss es werden. Hat der das gerade gedreht? Ist doch nicht... Der hat es ja einfach gedreht. Ist immer noch die automatische... Hallo? R? Danke. Ist immer noch die automatische Angleichung an, oder was? Im Gesicht einfach automatisch Stellung kopieren. Okay, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch aus Versehen die falsche Taste gedrückt mit meinen fetten Fingern. Ihr kennt mein Problem. Na, das... Wirklich. Das kann man auf jeden Fall besser programmieren heutzutage. Dieses irgendwo nach hinten flackern oder nach unten, das ist einfach das Grundsystem richtig schlecht. Das nervt ein bisschen. Ich habe sowas schon mal selber programmiert. Das ist nicht so schwer. Selbst mit uralten OpenGL Mechaniken kriegt man sowas sauberer hin. Und auch mit ein paar Shader-Tricks kriegt man das geiler hin. Das Picking. Also, das ist auf jeden Fall hier schon eine sehr naive Bauherangehensweise. Das ist das Einzige, was ich wirklich, ja, als einziges so als harte Kritik haben würde. Die anderen Sachen sind alle eigentlich gut behoben worden im Laufe der Jahre. Hier kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Gerade diese Wasserproblematik und die Abstürze und sowas. Da kann man schon froh sein, was man jetzt hat. Ich weiß nicht, ob das ohne Stütze nachher da Probleme macht. Hier drin weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das hält. Wenn nicht, kracht gleich alles ein. Aber dann lieber jetzt als in der Zombie-Nacht. Schon wieder alle weg. Ich habe 100 Dinger gebaut. Du Scheiße. Oh, jetzt muss ich wieder den und Stellung kopieren. Zack. Okay. Dann haben wir hier einen halbwegs vernünftigen Kampfkäfig, der zumindest oben und an den Seiten Eisen hat. Vielleicht machen wir hier noch zwei Wände, dass wir uns da zur Not hinter verstecken können, falls gespuckt wird oder irgendwas. Aber ich glaube, hiermit haben wir erstmal eine Möglichkeit. Hier wollten wir einen Ausgang machen, um sie von da eher anzulocken. Dass wir sie so ein bisschen traktieren könnten. Da können wir also mal gucken, dass wir hier vielleicht... Ich weiß nicht, ob eine Treppe so gut ist. Bitte normal drehen. Muss ja nicht perfekt sein, nicht? Können die das überhüpfen? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Und vielleicht nehmen sie es ja auch gar nicht an. Okay, befestigen. Hunde könnten rüberfliegen. Naja, wir werden sehen. Mehr als sterben können wir nicht. Und das könnte gut passieren. Aber dann zerstören sie nur unseren Kampfturm. Ah, das ist ja auch schon mal dann die halbe Miete. Und ich habe doch die Schaufel dabei. Warum habe ich eigentlich noch drei Metallecken übrig? Ach so, weil ich die Ecke hier hinten immer noch nicht gemacht habe. Ah, weil mir da auch noch was fehlt. Okay. Hier wollten wir, dass es nicht so hoch ist. Noch ein bisschen wegnehmen. Oh, und die Horde-Rucksäcke, Mini-Horden-Rucksäcke liegen hier noch rum. Habe ich auch nicht vergessen. Da ist bestimmt auch noch ein Buch oder sowas drin. Das könnte uns auch noch helfen. Oh. Das hier kann auch noch ersetzt werden, würde ich sagen. Oh, der ist aber auch zu hoch. Das gefällt mir gar nicht. Aber der muss auf jeden Fall weg. Zank, zank. Okay. Ja, der ist auch ein bisschen hoch noch. Ist generell ein bisschen sehr hoch hier alles. Ja, mit der Schaufel geht's eigentlich. Eine Eisenschaufel wäre noch besser. Aber erst wenn wir die Level 3 oder 4 herstellen können. Level 1. Nee. Muss nicht sein. Und dann verstärken wir das Fundament hier an der Stelle noch. Und dann sollten wir vom Turm aus sicher sein. Und wenn das hier ein bisschen gerader ist, können wir auch leichter Fallen und sowas hinstellen. Und Stacheldraht. Den haben wir ja auch schon gleich fertig. Darf nicht vergessen, dass die sich auf die Stacheln auch aufstellen können. Vielleicht hätte ich den Turm eins höher machen müssen.
Ah ja, gut. Sind Erfahrungswerte. Im Zweifel, wenn sie uns alles zerlegen sollten, müssen wir irgendwann nochmal neu anfangen. Ich hoffe es nicht, aber man weiß es nicht. Ja, der stört mich eigentlich auch schon ein bisschen da. Und die sind auch ein bisschen hoch, ne? Ah, Mann. Aber wenn ich hier noch die Falle raufstelle, dann kommen die doch ganz sicher oben ran. Das ist nicht gut. Ich meine, die sterben und wir haben immer nur 4. Also wir können das ruhig in Schach halten und wir haben auch nicht so die Laufwege wie im großen Haus. Das sollte also eigentlich passen. Ja, ich glaube, wenn wir die Höhe hier überall annehmen, dann passt das. Erstmal. Ich hoffe ja, dass ein bisschen stehen bleibt, sodass wir in der Horde nach danach dann nicht wieder alles reparieren müssen. So wie das Haus jetzt eigentlich grundgesichert ist und der Zurückzug dient nicht, ohne dass ich da großartig noch dran rumjuckeln muss. Und ich wollte ja einen Übergang bauen, nicht? Dass ich oben rum da zurückkomme. Auch, falls die unten irgendwie reinkommen, dass ich oben abhauen kann. Das plane ich auch für die nächste Nacht. Okay. Mach diese Büsche nicht, die großen. Hier ist halt auch blöd, nicht? Hier so der Hügel. Reparieren müssen wir aber ein bisschen. So. Oh ne, sind die spawned? Die Rucksäcke? Nee. Wo sind die gewesen? Hier ist nix. Hier, auf der Seite. Aua, Mann. Ich hasse es. Zack, die sind da ziemlich weit reingelaufen. Weil die Ecke nicht mehr geschützt war. Nee. Das ist auch doof. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Trick, wenn man sich duckt und durchstellt und stirbt, dass man dann da trotzdem rankommt, aber... Ja, egal. Hier ist noch ganz kaputt. Oh, hier haben die auch den Boden schon eingearbeitet, ne? Eingeflügt. Das waren die Hunde, glaube ich. Okay, ich glaube, hier sind die einzigen, die kaputt sind, durch uns kaputt, weil wir dagegen gelatscht sind. Nicht, dass das passiert wäre. Ich hasse die Markierungssysteme. Sieht aber gut aus, oder? Hier ist noch... Ich meine, wir sind ja auch nicht mehr so schwach. Gut, was haben wir denn bekommen aus den Rucksäcken? Bücher. Erntewerkzeuge. Eisenwerkzeug Qualität 5. Oh, das ist natürlich gut. Aber das braucht Eisen. Eisen haben wir aktuell nicht. Ja, gut. Aber es sind andere Probleme. Erstmal wegsortieren die Sachen hier. Das brauchen wir, das kann auch hier, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Die können weg, das kann einmal zerlegt werden. Essen kann hier rein. Und wo war Munition hier? Bei dem, ich glaube hier. Zack, haben wir auch genug Munition. Sollte auf jeden Fall passen.
Nee, ich bin nicht so doof. Also ich bin doof, aber nicht so doof. Ich denke diesmal dran, einfach ein Reparaturkit mitzunehmen, weil ich es kann. Oh. Und hoffentlich nicht runterzufallen. Und dann gehen wir zu unserer Baumfarm. Wo waren die hier? Ich glaube, da in die Richtung, oder? Oh. Nee. In die Richtung. Ohne Nebel sehe ich sie, aber im Nebel sehe ich sie immer nicht. Die Ranch haben wir auch repariert. Ich sehe gerade gar nichts. Okay. Aber eigentlich ist das so ein Haufen Bäume nebeneinander. Ich glaube, den habe ich an die Straße gesetzt, wenn ich mich recht entsinne. Ah, ich glaube, der war hier auf der anderen Seite der Straße, ne? Ich könnte jetzt auch die Bäume hier natürlich alle wegtackern. Du kriegst ja rein. Machen wir noch Hühnchen. Ein paar Pfeile gehen immer. Ich kann nichts sehen. Na gut. Dann können wir ordentlich Stachelfallen herstellen. Aber ich will noch was. Wirklich brauche. Du. Wir können auch rumlaufen und Eisen sammeln. Oh. Oh. Routine. Ey, gibt's denn hier nicht noch eins? Meistens sind die doch zusammen. Keine. Na gut. Und da ist auch schon unsere Baumfarm. An sich kann man ja überall Bäume fällen. Aber gerade wenn man das viele braucht, dann eignet sich das schon, so ein System hier anzubauen. Und man kann zur Not, wenn man Angst hat, so wie ich, dass einfach Hunde kommen oder irgendwas anderes, nicht? Dann kann ich mich einfach hier hochstellen und dann habe ich ein paar Sekunden mehr Reaktionszeit. Für mich, der sehr langsam ist. Auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Leben und Tod. Also eigentlich viel praktisch, nicht? Wenn ich sie höre, dann kann ich halt runterspringen, wenn sie oben sind, oder kann mich erstmal nach hinten verziehen. Klar ist es keine Sache, um die komplette Nacht durchzuhalten. Nicht um überrascht zu werden. Gerade beim Abbauen ist es sehr laut, sehr nervig. Und wir brauchen mindestens 400 Holzstachelfallen, würde ich sagen, dann. Wir brauchen einen Kaffee, nicht? Und ich sehe die Partyhüte fliegen rein im Chat. Hallihallo, Hallöchen. Und oh, nicht aus Versehen abreißen. Ja, wir müssen die gleich nur wieder ordentlich platzieren. Ich habe noch ganz viele Samen mit dabei, die wir einpflanzen können. Aber hier kriegen wir eigentlich auch immer genug raus. Mehr als genug. Die wir eigentlich auch gleich setzen können, bevor ich nämlich das Raster wieder kaputt mache. Das passiert mir nämlich ganz gerne. Da. Ist das die richtige Ebene? Ja. So. Zack. Wir haben ja so viele. Ich mag das Platzierungssystem nicht. Habe ich das heute schon erwähnt? Ich glaube. Oh. Können die hier schon mal wachsen? Dann sind die nämlich in der nächsten Horde-Nacht für uns bereit.
So, wie viel Holzstachelfallen können wir denn herstellen? Also erstmal Pfeile nochmal. Und jetzt Holzstachelfallen. 121. Ist schon mal ordentlich. Und wir gehen von einer Seite zur anderen, würde ich sagen. Erstmal auf der Seite und später auf der anderen. Wir brauchen, glaube ich, nicht alles an Holz. Wobei ich hier drin auch noch verstärken muss. Den Käfig, nicht wahr? Kann ich noch skillen? Ein Skillpunkt hätten wir noch. Bergbaumeister. Da kriegen wir nicht höher. Ich erhöhe Stärke trotzdem. In weiser Voraussicht. Boah, es ist neblig. Und wir haben im Übrigen auch jetzt noch den Tag, den nächsten. Und ich würde sagen, ab 12 gehen wir dann lieber Eisen sammeln. Stimmt, ich habe ja gar keine Holzstachelfallen mehr gehabt, ne? Die Stacheldrahtdinger, die waren ja auch weg. Ja, shit. Ah, ich wollte die alten Kisten aussammeln gehen. Und wir haben noch einen Schatz, wir brauchen Dietriche. Stimmt. Oh, Mann. Zu viel auf einmal. Wenn man sich hier so ein Gerüst baut, nicht reinsetzt. Das geht. Zack. Den Baum auf jeden Fall noch. Und dann ist der Kaffee nämlich alle. Okay. 14 können wir nochmal pflanzen. Zack, nicht verklicken. Platzierungssystem ist unser Feind. Jetzt zum Beispiel. Warum? Weil da. Okay, da ist. Da ist auch. Hier fehlt noch einer. Sehr gut. Wunderbar. Da geht auch noch. Schön. Hier hinten habe ich auch noch ein paar mehr gepflanzt, als eigentlich sollte. Falls irgendwas passiert, dann haben wir da Vorrat. Oh. Können die schon mal in Ruhe wachsen. Ruckelt schon wieder ein bisschen, nicht? Ich habe extra eigentlich Sachen begrenzt so ein bisschen. Aber ja, die Grafik macht, was sie will in dem Spiel. Die zieht echt so an der GPU-Performance, das ist unglaublich. Ich hätte auch das Rad nehmen können, nicht? Hm, na gut. So, und dann lassen wir die restlichen Holzstachelfallen drinnen herstellen. Ich habe gerade was gehört. Keine Spuren. Okay. Ja, das müssten wir auch verbessern, dass wir ein paar Rehe oder sowas mal finden für Tierfett. Tierfett wäre auf jeden Fall das nächste, was wirklich wichtig wäre. Haben wir noch Holz? Das ist alles an Holz, was wir noch haben. Okay, ich heb mir mal so 300 Holz auf. 14 Stacheldrahtzaun und ansonsten 121 Holzstachelfallen. Die ich habe, packe ich hier mal rein. 60, 48 ist schon nicht schlecht. Das kann auch mal hier bleiben. Brauchen wir auch nicht. Davon nehme ich eine mit.
Das kann hier auf jeden Fall rein. Wir wollen eigentlich nochmal essen und trinken, nicht? Einmal trinken, einmal essen. Und was lassen wir hier? Oh, auch wichtig. Eigentlich brauchen wir den Rest. Am ehesten brauche ich das Fahrrad nicht. Dings habe ich nicht mehr, oder? Dietriche. Kann ich Dietriche herstellen? Dietriche. Geschmiedetes Eisen. Ach, du kriegst die... Nee. Aber ich glaube, wir haben noch eine Kiste, wo Dietriche sind. Das würde ich jetzt mal ansteuern. Apropos ansteuern, das liegt da hinten. Wo liegt denn das? Genau auf dem Schatz. Alter, das kann doch kein Zufall sein. Das ist doch irgendein Bug in der Zufälligkeitsberechnung. Okay, wir wollen aber erstmal nach Westen. In die Stadt. Wo ist Westen? Da. Hä? Nee, ich will nach Süden. Warte mal. Norden. Osten! Ihr habt nichts gesehen, ihr habt nichts gehört. Das Rad hat nur noch 38%. Weiß nicht, ob wir ein neues bauen müssen oder ob wir das reparieren könnten. Was auf jeden Fall gut ist. Ja. Keine Spuren. Wenn wir noch ein paar Hühnchen oder sowas mitnehmen können. Und in so Sachen... Oh, ist auf jeden Fall auch immer was Gutes drin, wie Eisen. Oder auch nicht. Vielleicht finden wir auch auf dem Weg ein paar von diesen... Eisendingern. Ja. Dann nehmen wir die mit. Ich glaube, das ist fast am effektivsten. Wir müssen uns unbedingt nach der Nacht eine Ader suchen, irgendwie im Untergrund. Ich glaube, die waren immer unter so einem Block, ne? Müssen wir mal gucken, wo einer bei uns war. Und dann da runtergraben. Kann man das eigentlich vom Rad aufheben? Nee, oder? Das wäre noch was. Dass man nicht mehr absteigen muss. Das hier war auch so ein Todeshaus, oder? Ranger Station. Ich glaube, da war ich schon mal drin. Da gab es jetzt nicht so die krassen Sachen. Was ich glaube, was es hier irgendwo gab, waren Landminen. Da muss ich aufpassen. In meinem privaten Spielstand bin ich über eine Mine gelaufen, aber ich habe zum Glück überlebt. Ich glaube, ich hatte drin auch noch ein paar Pfeile. Problem ist halt nicht mal die Pfeile, nicht? Und hallo Lukras! Das sind nicht mal die Pfeile, sondern das Eisen für die Pfeilspitzen zu bekommen derzeit. Die Autos bringen nicht mehr genug. Die Umgebung bringt nicht mehr genug. Vor allem die Autos haben so viel Mistbeiwerk, den ich gar nicht möchte. So, und jetzt straight nach Osten über die Straße. Keine Spuren. Ah, ich bin wieder im falschen... Ah, okay. Der ist immer in diesem komischen Fahrmodus. Den mag ich gar nicht. Oh. Eisen drin gewesen. Sehr gut. Bücher. Ah, das bringt immerhin Eisen. Ja, ja. Ich meine, die anderen Sachen sind später bestimmt auch super wichtig. Aber wir bräuchten mindestens 2000 Eisen. Nur um ein Stück noch fertig zu kriegen von unserer Verteidigungsanlage. Und dann haben wir gerade mal... Ja, ein Käfig fertig, nicht? Nicht mal draußen irgendwas. Oh, hier ist echt viel zu looten noch. Ah, irgendwelche Mods. Also,
Ich rechne so mit 20.000 Eisen, bis so die erste gute Verteidigungslinie stehen würde. Bei 10 Tagen schaffen wir es zur nächsten Nacht auf jeden Fall, weil wir ja einen Großteil jetzt schon haben, je nachdem wie viel kaputt geht. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Manchmal ist er schneller, als ich denke. Der Polizist braucht 3 Schüsse und der auch. Irgendwie. Danke. In keinem Verhältnis steht das. So. Ich meine, die elektronischen Komponenten hier sind auch wichtig und die mechanischen. Das ist zumindest gut. Na, zum Beispiel die ganze Zeit diese Lichter und Co. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Lappen, Öl. Ja, die Wrench müssen wir mal gucken, ob wir uns auch eine eigene herstellen können. Aber auch wieder Problem, was braucht die? Eisen. Ah. Und auch nicht zu knapp, nicht? Die brauchen halt geschmiedetes Eisen. Ach, das ist jetzt so die Entscheidung. Aber was ich mich entscheiden muss, ist, die Folge zu pausieren. Dann die ist schon um. Wir sehen uns zur nächsten. Bis gleich.